Na 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 na. Und willkommen zurück bei Let's Play Dead Space. Wir stehen vor dem Kryogeniklabor und schauen jetzt mal, ob wir gelassene Kryogentechniker sind. Ne, Kryogenik. Was ist Kryogenik? Genik? Yay, ein neues Gebiet. Cool. Und man hört den Herd. Boah, dieser Assi schon wieder. Ah, der geht mir auf den Sack. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen. Mein Werk muss fortgesetzt werden. Wird fortgesetzt werden. Ich, Dr. Chalice Mercer, werde als Katalysator zur Rettung unserer Spezies dienen. Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurückkehren und ich werde ihre göttliche Pracht auf dem ganzen Planeten verbreiten. Ich überlasse sie jetzt meiner Schöpfung. Fügen sie sich dem Unausweichlichen. Wow, was? Oh, Mann. Das Letzte, was wir von diesem Ding gesehen haben. Ich konnte Mercers Sicherung umgehen. In deiner Nähe ist eine kleinere Monorail-Station, die dich zu den Hydrokulturen bringen wird. Hoffentlich reicht uns die Zeit. So, das ist unsere Trophäe. Ah, meine Fresse. Aber was Kryogenik ist, weiß ich immer noch nicht. Also, was jetzt auf jeden Fall klar ist... Ach so, ja, man hätte auch die Stase benutzen können. Wir haben uns das einfach mal gespart. Ja. Caution. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ich habe vorhin hier beim Durchrennen nur aus den Augenwinkeln gesehen, dass hier diese Kryokammer-Schaltfläche ist und ja, hat ja funktioniert. Ach, hey, je. Und es ist wieder Zeit! Es ist wieder Zeit! Ein Energieknoten! Wuhu! Wunderbar. Monorail-Station. Da geht's lang und hier ist aber nichts anderes. Fußball! Ach, das freut mich aber gerade, dass ich einen dieser Viecher kaputt getreten habe. Was mir immer noch einfällt. Das Schlimme ist, ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass hinten gleich wieder so ein Vieh kommt, so ein Tentakelvieh, was mir dann mir die Beine wegzieht und so. Vielleicht ist das dafür besser geeignet. Nee, aber das ist stärker. Komm, Peng! Dann nicht. Wieso liegt hier Geld? Habe ich das am Anfang nicht mitgenommen? Naja. Lightspeed! Was? Coordinated? Hard? Dan? Dar? Bar? Nee, Bar wahrscheinlich. Coordinated Hard Bar.
Das ist irgendwie so ein Schokoriegel oder so. Das sieht aus wie Amicelli oder diese Milky Way Rollenteile, keine Ahnung. Ich finde die aber ganz lecker. So, und wie jedes Mal, wenn wir in die Monorail gehen, heißt es auch, dass dieses Kapitel nun beendet ist. So. Das war es mit Kapitel 5, tödliche Hingabe. Es ist abgeschlossen. Und ich habe hier auch wieder irgendwo Tee stehen. Wo habe ich den denn? Möchten Sie den Fortschritt speichern? Ja, und ich habe wieder nicht auf die Uhr geschaut. Ja, ich bin so schlecht. Egal. Die Uhr hier zeigt jetzt 4.55 Uhr an. 4.55 Uhr wohlgemerkt. Na, gleich mal schauen. Kapitel 6. Gefahr für die Umwelt in der Hydrostation. Hydro, Wasser. Ich muss da jetzt aber nicht irgendwie schwimmen und dafür meinen Lufttank verwenden, oder? Und ich glaube, ich spiele wahrscheinlich das so gut wie das ganze Spiel gerade ohne Stasis. Ich vergesse das immer. Genauso wie ich auch die Kinese-Fähigkeit total selten verwende, weil ich weiß nicht, ich denke da so nicht dran. Ach je, egal. Wir überleben ja. Haha, ist ja auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Wir sind ja so hardcore, dass wir überhaupt keine Probleme haben. Und ja. Aber hiermit möchte ich das dann trotzdem nochmal gerne ansprechen, dass das natürlich nicht das Ende von Dead Space sein wird. Nein, sobald ich hier den ersten Run durch habe, begebe ich mich auch direkt daran, mich aus diesem Pussy-Motherfucker-Leben rauszuentwickeln und eben auch einen Run zu machen auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad, der dann freigeschaltet wird, wenn man Dead Space einmal durchgespielt hat. Allerdings ohne die Bonusse, die man dann bekommen würde, wenn man es denn dann durch hat. Und jetzt erstmal wieder ein Audiolog. Logbuch der Hydrostation, Dr. Elizabeth Cross. Ich bin erfreut zu berichten, dass wir derzeit auf knapp maximaler Kapazität arbeiten. Die Flora ist gesund und gedeiht und die verzehrbare Ernte hat mehr als erwartet abgeworfen. Ich wollte den Überschuss zu Ihnen bringen lassen, aber der Captain hat ein Flugverbot verhängt, mit dem ich ganz und gar nicht einverstanden bin. Alle wissen, dass es dort unten Probleme gibt und Ihnen unseren Überschuss zu verweigern, wird daran auch nichts ändern. Tja. Ach, hat anscheinend nicht viel gebracht, weil die ganze Crew ist jetzt nicht mehr. Yay, eine Leiche, eine tote Leiche. Science Providers Bounty. Bounty. Schokoriegel mit Kokosnussraspeln drin. Yeah. Wirst du jetzt weggezogen ganz plötzlich, oder? Ah, das sieht wieder so lecker aus. Nach da oder nach da? Ich traue den... Was? Was? Meine Fresse, was ist hier passiert? Auf der Toilette haben sie sich versucht ihn zu flüchten. Ja, ja, ja. Warum denn so kopflos? Boah, die ganzen Fliegen oder... Moment mal, wie kommen die Fliegen hier überhaupt hin? Leute, das ist gerade eine sehr interessante Frage. Wir sind auf einer Raumstation. Klar, hier verdreckt gerade alles und hier ist gerade alles abgekackt und so. Hier liegen haufenweise Leichen. Aber woher zur Hölle kommen die Fliegen? Könnt ihr mir das erklären? Dass der einzige Weg wäre ja, dass die Fliegen von der Erde mitgenommen haben. Meine Fresse! Das heißt, dass am Anfang das überhaupt nicht so steril war, wie man eigentlich hätte vermuten können oder sollen. Auf so einer Hightech-Raumstation, dass plötzlich sich Fliegen vermehren können. Weil die Fliegen kommen bestimmt nicht aus dem Nichts. Was?
scheißen kann man hier. Also echt. Ja, hier diese Matschepampe. Ja, grässlich. Und mir wurde letztens auch gesagt, ich sollte ein paar mehr Persönlichkeiten in mein LP einbauen. So, dann würde ich mal sagen, lassen wir jetzt mal den strammen Max raushängen. Der mit einem markanten Kinn die Persönlichkeit von Isaac Clarke, unserem Ingenieur, nun verkörpert. Mit einer etwas tieferen, aggressiveren Stimme, die zugleich etwas ruhiger ist. Und ich werde mich sicherlich trotzdem an manchen Stellen erschrecken. So, wir rufen den wunderbaren Aufzug. Haben etwas Bammel, dass dort drin direkt ein Nekromorph auf uns wartet. Und uns herzallerliebst umarmt. Jetzt würde ich mir einen wunderen Videolog wünschen mit Kendra oder Hammond. Allerdings bleibt dies aus und vielleicht passiert ja jetzt etwas anderes. Spannendes. Nein, das Kapitel hat nämlich gerade erst angefangen und wir dürfen uns jetzt an den hier wachsenden Äpfeln, Kürbissen oder, wie es hier steht, Tomatos laben. So, welcome Ishimura Farms. Here on the USG Ishimura, we use hydroponic? Komisch. Technology and organic plant cloning to grow, produce as high quality as that on Planet Earth. Ich weiß nicht, so die Grammatik von dem Satz habe ich gerade nicht verstanden. Darum fiel es mir schwer, dies vorzulesen. Ich bin ja etwas markanter, also weniger Intelligenz und kann daher nicht so gut verstehen, was hier steht. 5000 Watt in den Muskeln, aber oben im Kopf blinkt keine Birne. Na, ist auch ganz gut bei den Strompreisen. A friendly reminder. Our plants are delicate and was pH sensitive. So please take care where you step and keep clear of all contaminants. Visitors should be mindful of volatile chemicals and varying gravity. Thank you. Was? Wer hat das geschrieben? Tsukimura Farms. Nee, Ishimura müsste das sein, aber das sieht aus wie ein S. Und da oben. A taste of home. Yes. Okay. That was plenty much of time. We have another scheme for another weapon called the... Bewässerungsfaser eingeleitet.